Schön, dass ihr heute Abend alle da seid, hier im Lichtwert e.V. Vielen, vielen Dank auch vor allem an den Thomas und die ganzen Jungs hier vom Lichtwert e.V., dass sie das möglich gemacht haben, hier die Räume zur Verfügung gestellt haben. Finde ich also wirklich mega. Wenn ihr hier aus dem Raum kommt, euch für Fotografie interessiert, also dann schaut da mal ruhig auf die Webseite und guckt euch da mal um. Ja, heute möchte ich euch was über mein Seefahrerprojekt erzählen. Ich denke mal, dass einige von euch das schon mitbekommen haben, auch das schon drüber was gelesen haben. Ich habe ja auch schon einen Trailer veröffentlicht und so weiter. In dem Vortrag heute möchte ich mal so ein bisschen darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also so ein klein bisschen Background liefern. Ja? Also wie das Ganze entstanden ist, das Projekt. Aber auch so ein paar Sachen, ja, wie das so an Bord abgelaufen ist, wie ich mich da so gefühlt habe und so weiter. Ja? Ich habe eine Bitte. Wenn ihr Fragen habt, hebt euch die bitte bis zum Schluss auf. Ja, also macht euch da gerne Notizen irgendwie oder speichert euch das im Kopf ab. Das wäre sehr cool, wenn wir die dann hinterher beantworten. Guck mal, jetzt geht gleich hier die Technik. So, jetzt läuft's. Angefangen hat das Ganze mit einem persönlichen Fotoprojekt und das nannte sich Tauschgeschäfte. Das war so 2012 und da hatte ich mir überlegt, ich möchte gerne... Ja, ich möchte Menschen kennenlernen, ich möchte Begegnungen herbeiführen. Und die Idee war, ich treffe zum Beispiel ja, so einen Barbier, der rasiert mich und ich mache dafür ein paar coole Fotos von ihm oder seiner Arbeit. Oder ich treffe einen Bierbrauer, der zeigt mir, wie er sein Bier braut und im Tausch dafür mache ich dann Fotos von, ja, von ihm und seiner Brauerei. Das war so mein persönliches Fotoprojekt. Ja, und ich habe dann also auch ein paar coole Sachen angeboten bekommen. Auch diverse Obstkörbe und im Tausch wollten mir Leute Kuchen backen und so weiter. aber da war auch einer bei, ein Kapitän, und der hat mir eine Mail geschickt und der hat gesagt, du, wir machen einfach Folgendes, ich tausche, dass du bei mir auf dem Schiff mitfahren kannst. Und ich so, oh, geil. Das war so, wow. Ja. Er sagte, ja, ich fahre hier auf dem Containerschiff für Hapag-Lloyd und kommst einfach an Bord, fährst ein Stück mit. Das war für mich, es war das Größte. Also es war wirklich, das war so wie die Erfüllung eines Traumes von einem kleinen Jungen. Na, also das war wie Weihnachten und Ostern zusammen. Das hat dann alles ein bisschen gedauert von der Organisation. Und 2013 war es dann soweit, habe ich einen Anruf bekommen. Wenn du in 2 Tagen in Antwerpen bist, kannst du mitfahren bis nach Hamburg. Da habe ich alles stehen und liegen lassen. Ich habe sämtliche Termine abgesagt. Ich habe einen der teuersten Flüge gebucht, irgendwie, ich glaube, für 500 Euro One-Way von Hamburg nach Brüssel. Mit dem Zug weiter. Also es war ein Riesenakt, da hinzukommen. Nach Antwerpen, da kommst du gar nicht so schnell hin. Und ich musste schnell hin. Ne? Aber es hat dann alles geklappt. Und dann bin ich an Bord der Kuala Lumpur Express gegangen. Und das, ja, das ist Kapitän Uwe Fiedler, mit dem ich dann mitgefahren bin. Und das war mega. Also das war wirklich so ein tolles Erlebnis. Leider war es nur ein kleiner Hüpfer. Also es ging ne, von Antwerpen, Hamburg. Das ist wirklich einmal Schelde raus, Elbe wieder rein. Und ja, ist eigentlich nur so eine Fahrt von 1 bis 2 Tagen. Ich hatte dann aber Lunte gerochen und ich wollte unbedingt mehr. Ja, mein Traum war es, einmal mit einem Containerschiff um die ganze Welt zu fahren. Dachte mir, boah, einmal so mitfahren, ja, und das ganze Seemannsleben so ein bisschen, also so richtig einatmen. Ich wollte halt gerne das sehen, was halt auch die Seeleute sehen. Ich hatte mir ausgemalt, Mensch, du gehst mit den Matrosen von Bord, dann in die nächste Hafenkneipe, da versaufen wir die Heuer, ne? Schlägerei anzetteln, ein paar Mädels mit an Bord nehmen. Ja, das waren tatsächlich so meine Vorstellungen. Also ich muss gestehen, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht wahnsinnig viel Ahnung von Seefahrt. Also ich hatte mich jetzt noch nicht so wirklich tiefgreifend mit dem ganzen Thema beschäftigt. Aber das kam dann so. Ne? Also wenn man einmal mitgefahren ist auf so einem Containerschiff und dann, da habe ich natürlich einiges mitbekommen von der Mannschaft und mit dem Kapitän war ich in Kontakt, mit dem habe ich mich auch oft ausgetauscht. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu recherchieren. Es ist so, dass 90% des kompletten Welthandels über den Seeweg abgewickelt wird. Das ist wirklich ist total krass. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch unheimlich viele Dinge hat, die irgendwie auf dem Seeweg zu uns gekommen ist. Ja, das kann sein, dass hier diese Plastikstühle, dass sowas irgendwie aus China kommt. Mittlerweile kann man bei irgendwelchen Billigketten T-Shirts für 3 Euro kaufen, Jeans irgendwie für 10 Euro. Das sind alles Sachen, die kommen containerweise aus Übersee. Und das hier zum Beispiel ist die Leverkusen Express.
Und das ist das erste Schiff, mit dem ich gefahren bin. Da passen 13.000 Container drauf. 13.000 20-Fuß-Container. 20 Fuß, das sind diese kleinen hier. Ja, halbe Container. Man spricht auch bei der Kapazität von Containerschiffen von TEU. T-E-U. Das ist die Abkürzung für 20-Foot Equivalent Unit. Also 20-Fuß-Container. Ja, und was meint ihr, wie viele Fuß die Großen dann haben? 40, ja, genau. Es gibt übrigens auch welche mit Überlänge, die haben dann 45 Fuß, ja. Aber im Großen und Ganzen bleiben wir mal der Einfachheit halber bei den 20 Fuß und 40 Fuß Container. Wenn dieses Schiff voll beladen ist, dann transportiert es ungefähr Waren im Wert von 1 Milliarde Dollar. Hapag-Lloyd hat, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber die haben, glaube ich, 290 Schiffe. Und sie sind nicht mal die größte Reederei. Das heißt, also ich glaube, Hapag-Lloyd ist so Nummer 5 unter den Reedereien. Die größten sind Maersk. Und ich weiß nicht, wie viele Schiffe Maersk hat. Maersk hat wahrscheinlich über 400. Müsste ich nachlesen. Also nagelt mich jetzt bitte nicht auf diese Zahlen fest. Ne? Ja, meine Frage an die Damen, die ich extra in die erste Reihe gesetzt habe. Was meint ihr denn, wie viele Schuhkartons in so einen 40-Fuß-Container passen? Schätz mal. Dann fragen wir die Männer, wie viele Fässer Bier? Ausreichend. Oh, ja, so eine Jahresration. Ne? Ja, gut auch. Ja, ja. Also es passen rund 12.000 Schuhkartons in einen 40-Fuß-Container oder 650 Fässer Bier. Oder 55.000 Stangen Zigaretten, falls es noch Raucher gibt unter uns. Also das ist schon abgefahren und das ist ein Container, das ist einer von diesen 40-Fuß-Containern. Also wenn man sich das alles mal so ein bisschen vor Augen führt, das ist schon Wahnsinn. Und es wird wirklich alles damit transportiert. Jetzt ist bald Weihnachten, ja, und Weihnachten kann man auch noch in den Läden Bananen kaufen. Wir können da Ananas, alle möglichen exotischen Früchte. Ja, was ich schon gesagt hatte, Textilien günstige, Kleidung, Möbel, Elektroartikel, ist wirklich alles. Haribo zum Beispiel, habe ich gelesen letztens, transportiert jedes Jahr im fünfstelligen Toy-Bereich Gummibärchen. Und seitdem weiß ich auch, warum die Container verblombt sind an Bord. Und die Mannschaft nicht weiß, was in den Containern drin ist. Also die Mannschaft weiß wirklich nicht, was transportiert wird. Die Container sind für die, ja, das sind einfach nur die Boxen. Das Einzige, wo sie Bescheid wissen, das sind die Gefahrgut. Container, ne? Die transportieren ja auch Gefahrgut und da gibt es natürlich Listen drüber. Ja, da wissen sie Bescheid, aber ansonsten haben sie keine Ahnung und das ist total abgefahren. Man muss sich mal vorstellen, die fahren alle möglichen Waren durch die Gegend. Das können auch, kann alles mögliche an Lebensmittel sein, alltägliche Gegenstände, Luxusgüter. Die haben ein ganzes Warenhaus und müssen halt auf unheimlich viele Dinge verzichten. Ja, ist irgendwie total schizophren. Ne? Die sitzen auf dem geilsten Zeug und können es nicht nutzen. Das Ganze hat natürlich auch eine negative Seite. Die 15 größten Containerschiffe oder Schiffe, ich weiß nicht, ob Containerschiffe oder Schiffe allgemein, stoßen ungefähr so viel Schwefeldioxid aus wie alle Autos weltweit zusammen. Das muss man sich einfach mal reinziehen. 15 Schiffe, alle Autos. Ja, und wenn man dann hört, dass eine Reederei über 200 Schiffe hat und nicht mal die größte Reederei ist, dann weiß man, in welcher Dimension sich das Ganze abspielt. Also das ist schon wirklich ein Thema. Und da wird natürlich auch viel dran gearbeitet und da wird auch versucht, das natürlich zu verbessern. Auch da wird natürlich mit Umwelttechnik gearbeitet. Auch da werden natürlich Filter eingebaut. Nur ist das natürlich unheimlich schwer, weil die ganze Containerschifffahrt ist ein absolut knallharter Verdrängungswettbewerb. Da geht es einfach darum, wer ist der Größte, wer hat die meisten Container und wer befördert sie zum günstigsten Preis. Ja, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass es da Reedereien gibt, die aus irgendwelchen Staaten kommen, wo es nicht wirklich interessiert, was mit der Umwelt passiert. Trotz allem, wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt den Kraftstoffverbrauch pro beförderten Container berechnet, dann ist es immer noch die verhältnismäßig effizienteste Transportart. Auf dem Seeweg. Ist also deutlich effizienter rein vom Kraftstoffverbrauch als zum Beispiel ein Container über die Straße mit dem LKW zu befördern. Was mich bei meinem Vorhaben und meinem Projekt natürlich in erster Linie interessiert hat,
wer sind diese Leute, die diese Schiffe fahren? Irgendjemand muss ja diese Schiffe fahren. Ja, wenn man das hört, in welchen Dimensionen das Ganze ist, man stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel sind das überhaupt, wer da so an Bord ist. Weltweit, das kann ich nicht empfehlen hier von Logitech, ne, kauft euch das nicht, das zickt immer rum. Also, weltweit gibt es 1,5 Millionen Seefahrer. Und bei Hapag-Lloyd ist es zum Beispiel so, dass die Seeleute, die da direkt angestellt sind, die fahren im sogenannten 1-zu-1-Betrieb. 1-zu-1 bedeutet, die sind zum Beispiel 3 Monate auf See. Eine Rundreise, zum Beispiel von Europa nach Asien durch den Suezkanal, dauert ungefähr 3 Monate. Dann sind die wieder zu Hause. Und danach haben sie 3 Monate Urlaub. Ich habe einen der Kapitäne, mit denen ich gefahren bin, dann gefragt, sag mal, fändest du das nicht irgendwie schöner, mal geregelte Arbeitszeiten zu haben, morgens zur Arbeit, abends dann, was weiß ich, 18, 19 Uhr wieder zu Hause und nicht immer diese ständige Ungewissheit auf See, die ist ungeregelt. Und er sagt, nee, niemals würde ich tauschen. Ich gehe 2-mal im Jahr zur Arbeit und komme 2-mal wieder nach Hause. Das reicht. Ja, also die Leute, die zur See fahren, die sind also auch wirklich durch und durch, wirklich mit Herz und Seele sind das also auch Seefahrer. Zumindest die ich kennengelernt habe. Ne? Ein Großteil der Mannschaft sind natürlich Filipinos. Ja, die Filipinos sind halt von der Tradition her einfach eine Seefahrernation und deshalb sind die also auf sehr, sehr vielen Schiffen vertreten. Frauen gibt es auch, etwa 2% unter den Seefahrern sind Frauen. Ich hatte auch auf jedem Schiff eine Frau. Also ich hatte... Nein, anders. Ihr wisst, wie ich das meine. Also auf jedem Schiff, mit dem ich gefahren bin, war auch eine Frau anwesend. Ja? Und also im Grunde genommen machen die natürlich genau die gleiche Arbeit wie die Männer auch. Was ich dabei allerdings wieder faszinierend finde, es gibt zum Beispiel bei Hapag-Lloyd auch Kapitäninnen. Ich glaube, die haben... Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, aber ich meine, ich hätte gehört, dass sie 3 Kapitäninnen haben. Und für uns ist das heute selbstverständlich. Ja? Für uns ist das ganze Thema Gleichberechtigung, das ist durch für uns, ja, dass Frauen die gleichen Jobs machen wie Männer. Aber ihr müsst mal überlegen, die fahren mit diesen Schiffen, fahren die in alle möglichen Länder. Die fahren in Länder, wo Frauen bis heute einfach nicht den gleichgestellten Wert haben wie Männer. Ja, und da muss man also, glaube ich, schon echt seinen Hut vorziehen, dass diese Frauen wirklich mit den Containerschiffen um die Welt fahren. Und die müssen sich halt dann, zum Beispiel in irgendwelchen Ländern, müssen die sich halt mit den ganzen Hafenbehörden, mit den Lotsen und so weiter und so fort, Zoll, mit denen halt rumschlagen. Also das ist dann schon nicht ganz ohne. Die Mannschaft selbst, also die Mannschaft, sag ich mal, die Filipinos, die sind sogar teilweise bis zu 8 Monate an Bord. Ja, die haben, das ist ein etwas anderes System. Die sind auch, glaube ich, nicht direkt bei Hapag-Lloyd angestellt, sondern die sind über eine Agentur, kommen die an Bord. Und da sind die halt teilweise bis zu 8 Monate an Bord. Und wenn du so lange an Bord bist, dann verschieben sich einfach auch die Prioritäten, was für dich wichtig ist. Ja? Und für uns ist es natürlich vollkommen selbstverständlich, dass wir überall Internet haben. Aber wenn du auf See bist, hast du Internet eigentlich nur in den Häfen. Natürlich gibt es mittlerweile Satellitentechnik, das kennt ihr alle, ihr seid mittlerweile bestimmt schon mal geflogen, Flugzeuge haben mittlerweile auch Internet an Bord und diese Technik, die gibt es natürlich auch auf den Schiffen. Nur ist es natürlich so, dass das ja was anderes ist, ob das ein Passagierschiff ist, wo man dann natürlich versucht, gegen viel Geld irgendwie WLAN zur Verfügung zu stellen oder ob das ein Arbeitsgerät ist. Außerdem sind diese Satellitenverbindungen grottenlangsam. Also da gibt es dann einen öffentlichen Computer, einen so einen Arbeitsplatz und da hast du ein Kontingent von 200 Megabyte im Monat. Ja, ist nicht so viel, aber die Leitung ist auch so langsam, dass man es nicht schafft, in einem Monat da 200 MB zu übertragen. Ja. Dementsprechend warten natürlich alle immer darauf, dass irgendwann wieder Empfang ist. Und das heißt also an Bord auch heutzutage nicht mehr Land in Sicht,
sondern Empfang in Sicht. Ja. Und wenn die dann, also wirklich, wenn man dann in Hafennähe kommt, dann haben die alle so Mäppchen und in diesen Mäppchen, da sind dann irgendwie ein paar SIM-Karten drin. Ne? Und dann wird geguckt, oh, wir sind in dem und dem Land, zack, die SIM-Karte rein. Und dann wird natürlich als erstes nach Hause irgendwie gechattet, WhatsApp, Skype, also alles, was wir sonst auch so nutzen. Ne? Und das sind halt, sag ich mal dann, also das ist, Internet ist halt wirklich ein Luxusgut an Bord. Da kommen auch... zum Beispiel in einigen Häfen kommen richtig so fliegende Händler an Bord. Das ist ganz lustig. Die bringen dann so allen möglichen Tinnef mit und die verkaufen dann zum Beispiel Prepaid-SIM-Karten. Ja, weil die genau wissen natürlich in den Häfen, die Seeleute, das ist das, was die brauchen. Was mich vor allem interessiert hat, ist, wer genau diese 22 Seeleute sind, die uns halt diese ganzen Waren bringen, die wir eigentlich in jedem Laden kaufen können. Ja, wir gehen einfach in den Laden rein und wir können alles kaufen. Ja, es gibt kaum Waren, die wir nicht direkt vor Ort kaufen können. Und irgendjemand bringt das zu uns. Und das sind diese, an Bord sind 22 Männer und Frauen. Das ist die Soll-Crew-Stärke bei Hapag-Lloyd. Ja, meistens sind ein paar mehr Leute an Bord, weil auch ausgebildet wird. Dann sind Azubis mit da, manchmal sind auch noch irgendwie Techniker da, die irgendwas Spezielles machen. Aber 22 ist eigentlich so die Zahl, die an Bord sein sollte. Das ist nicht wirklich viel, ne? Ja, und die kutschieren halt einfach mal so $1 Milliarde an Waren durch die Gegend und bringen uns die. Und das ist schon, ja, finde ich, ist schon eine Hausnummer. Mich hat halt vor allem interessiert, wer sind diese Menschen? Weil ich natürlich, wer mich verfolgt, der weiß, dass bei mir Fotografie halt meistens mit Menschen zu tun hat und deshalb haben mich auch hier die Menschen interessiert. Als ich das bei Hapag-Lloyd vorgeschlagen habe, da sagten die auch, wozu ein Fotograf an Bord? Die haben das überhaupt nicht, die haben das erstmal gar nicht eingesehen. Was soll ein Fotograf an Bord? Der steht nur im Weg. Der stört die Leute bei der Arbeit, der guckt denen die ganze Zeit über die Schulter. Ich meine, ihr müsst euch mal selber fragen, stellt euch mal vor, bei euch auf der Arbeit ist irgendwie eine Woche lang ein Fotograf die ganze Zeit an eure Fersen geheftet. Ja, also da gab es eigentlich, es gab da keinen Grund für. Also die Idee, die ich richtig toll fand, fanden die gar nicht so toll. Und mein Vorteil war aber, dass ich langsam Kontakt zu Hapag-Lloyd hatte. Dadurch, dass ich auf dem Schiff schon einmal mitgefahren war, hatten die also auch Fotos gesehen. Und da gab es dann schon einige, die gesagt haben, ach Mensch, das ist ja eigentlich ganz toll, auch mal ein bisschen was von den Menschen zu zeigen, ne? Und nicht immer nur Blechboxen und Schiffe. Und dann haben die mich irgendwann eingeladen und ich habe dann ersten Kontakt zu Hapag-Lloyd bekommen. Weil die einen Fotografen brauchten. Die brauchen halt ständig Fotografen und mich haben sie dann gefragt, ob ich nicht auch was für sie machen wollte. Ich habe natürlich vor meinem geistigen Auge mich schon auf Hubschraubern gesehen, irgendwo in der Welt rumfliegen, Luftaufnahmen von den Schiffen machen. Ja, also irgendwie so, ich habe gleich immer das Abenteuer gesehen. Irgendwo in die Werften dabei zugucken, wie die Schiffe gebaut werden. Die Realität war dann, dass ich erstmal die Weihnachtsfeier fotografiert habe. Dann Vorstandsporträts gemacht habe. Halt Brot- und Buttergeschäft. Das, was Fotografen halt machen, um wirklich ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich habe dann aber dadurch natürlich das Glück gehabt, dass ich Kontakt bekommen habe. Ich habe die Menschen bei Hapag-Lloyd kennengelernt. Also nicht die auf den Schiffen, sondern die in der Zentrale. Und habe dann nach und nach dort mehr Kontakt bekommen und dann halt auch jemanden gefunden, der mich intern supportet hat. Ich habe dann eine Dame gefunden aus der Unternehmenskommunikation, der habe ich das auch vorgestellt. Ich habe gesagt, Mensch, ich würde mal gerne so ein ganzes Projekt machen, am liebsten halt ein Bildband, nur über Leben und Arbeit an Bord, so ein bisschen mit dem Fokus auf die Menschen. Und die hat gesagt, oh ja, das ist toll, das könnte ich mir vorstellen. Und die ist dann losgegangen und hat das intern verkauft. Du brauchst jemanden, der intern irgendwie von Station zu Station geht und dieses Projekt vorstellt. Ich selber, ich hätte es nie auf die Reihe bekommen. Das hätte niemals funktioniert. Ja? Und die ist also wirklich gebetsmühlenartig von einem zum anderen gegangen. Und das hat auch so langsam Früchte getragen. Es hat aber gedauert.
Gefühlt hat, also wirklich, habe ich auf jeden Termin 3 Monate gewartet. Zwischendurch war ich immer wieder gefrustet und dachte, ach, das wird alles eh nix. Und irgendwann so, ja, das war so 1 oder 1,5 Jahre, da wollte ich eigentlich schon die Flinte ins Korn werfen. Das war dann am, habe ich extra mal das Datum rausgesucht, am 8.8.2016. Da bin ich auch für Hapag-Lloyd in den Hafen gefahren und an Bord der Hongkong Express sollte ich ein Mannschaftsfoto machen. Also wirklich, war nur, fahr mal in den Hafen, geh mal an Bord, mach mal ein Mannschaftsfoto, brauchen wir für die Mitarbeiterzeitung. Fand ich natürlich, ich finde das immer spannend, wenn ich in den Hafen kann und an Bord vom Schiff ein bisschen auf der Brücke rumtouren, das ist immer schon für mich spannend genug. Der Vorteil war, ich habe da den Chef vom Schiffsmanagement getroffen. Das Schiffsmanagement, müsst ihr euch vorstellen, das sind diejenigen, die sind für die Schiffe verantwortlich. Ihr müsst euch das so vorstellen wie so eine Art, das ist der Chef der Kapitäne. So nenne ich das immer. Und der sagt im Prinzip, wer wo an Bord darf. Also das ist derjenige, der darüber entscheidet, was auf den Schiffen passiert. Weil der hat natürlich den Überblick darüber, was ist eventuell sicherheitsrelevant, wo fahren die hin. Also der kann am besten abschätzen, ob da jemand mitgenommen werden kann. Weil es ist ja eigentlich kein Passagierschiff. Ja? Habe ich ihn dann zufällig getroffen, weil er auch gerade da war und der hatte... Die beiden Kapitäne haben Übergabe gemacht und die haben sich mit ihm getroffen und auf jeden Fall war er auch da im Schiffsbüro. Dann haben wir irgendwie 5 oder 10 Minuten zusammen geschnackt. Der wusste auch schon von diesem Projekt, der hatte auch schon was von mitbekommen. Und ja, dann haben wir uns endlich mal kennengelernt, endlich mal in die Augen geschaut. Und am 10.09. war ich dann in Singapur. Das waren also ungefähr 4 Wochen später. Ja, also total faszinierend, dass man eigentlich nur den richtigen Menschen dann einmal persönlich treffen muss und auf einmal funktioniert die Sache. Ich habe dann kurz vorher so ein 50-seitiges PDF bekommen mit Abkürzungen. Hier, das ist unser Fahrplan. Guck mal, wo du langfahren möchtest. Da musste ich dann mich erstmal durchackern durch dieses ganze Dokument, um dann zu sehen, auf welches Schiff gehst du, von wo nach wo, wie passt das zeitlich, was ist das für ein Schiff. Sollte natürlich jetzt auch nach Möglichkeit eins sein, was Hapag-Lloyd selbst gehört. Weil es ist halt so, nicht jedes Schiff, das für Hapag-Lloyd fährt, gehört auch Hapag-Lloyd selbst. Na, also da wird er auch wieder untereinander vermietet und gechartert und so weiter. Super kompliziertes System, kenne ich auch nicht alle Details, aber es sollte auf jeden Fall natürlich ein Hapag-Lloyd eigenes Schiff sein. Ja, und dann bin ich also nach Singapur und dann ging es tatsächlich los. September 2016, ausgelaufen sind wir dann am 15.09. aus Singapur. Und ich sage euch, das ist wirklich ein absolut geiler Moment, wenn man das erste Mal da oben auf so einer Brücke steht. Hier oben irgendwo stehe ich, 50 Meter hoch ist das Ding, 50 Meter über dem Wasser. Und dann läufst du aus und hast das Gefühl, dass sich um dich herum die ganze Welt bewegt und du stehst. Weil also so ein Schiff, wenn sich das in Bewegung setzt, das merkst du gar nicht. Auf einmal fährt das, ja. Lustigerweise habe ich in Singapur jemanden getroffen, der auch meinen Blog liest. Mit dem habe ich, der hat mir vorher ein bisschen Singapur gezeigt und der hat mir dann dieses Foto geschickt. Der hat also wirklich das Foto vom Auslaufen gemacht. Habe ich mich also wirklich tierisch drüber gefreut, weil klar, das Foto hätte ich natürlich nicht machen können. Ne? Gerade dann auch noch so einen ersten Tag, du läufst geradeaus, dann da wäre das nicht gegangen. Aber das ist schon, das war wirklich ein richtig großer Moment. Ja, und ich habe mich dann natürlich am Anfang auch gefragt, so banale Fragen. Wo schläfst du eigentlich? Wie schläfst du? Ja? Vor meinem geistigen Auge habe ich mich natürlich in so einem Vierbettzimmer mit Etagenbetten gesehen oder vielleicht auch eine Hängematte mit 8 Filipinos im Mannschaftsraum. Ja, solche Gedanken, wenn du keine Ahnung hast, dann denkst du dir allen möglichen Quatsch aus. Ne? Also wahrscheinlich gucke ich zu viel Fernsehen. Ja, es ist aber so, und das habe ich dann auch kennengelernt. Das habe ich dann. Das ist nochmal die Route, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Da ging es dann los. Da sind wir von Singapur nach Sheku, Taiwan, Südkorea und dann nach Shanghai. Und es ist halt so, wenn ein Schiff unter deutscher Flagge fährt, da gibt es gewisse Auflagen und Standards. Und dazu gehört unter anderem auch, dass. Jedes Crewmitglied eine eigene Kammer hat. Also jeder hat seine eigene Kammer, jeder hat eine eigene Dusche mit einem eigenen Klo. Ja, also da ist nichts mehr mit Etagenbetten und so weiter.
Unter anderem gehört zu diesen Standards auch, dass jedes Schiff einen Swimmingpool haben muss. Ja, ja, so habe ich auch geguckt. Nein, aber es ist tatsächlich so. Ja? Es gibt einen Sportraum, haben die Schiffe alle, Aufenthaltsräume und so weiter. Ja, und das ist, das sind natürlich Auflagen, die je nach der Nationalität der Flagge unterschiedlich sind. Und deutsche Flagge hat da schon einen sehr, sehr hohen Standard. Was auch dazu führt, dass wirklich die, dass viele der Seeleute, also gerade auch die Filipinos, die fahren unheimlich gerne mit Hapag-Lloyd. Ja, ich habe mich dann natürlich auch gefragt, wie ist das eigentlich an Bord? Du kommst jetzt an Bord, bei meiner ersten kurzen Fahrt auf der Kuala Lumpur Express, da kannte ich ja den Kapitän persönlich. Jetzt bin ich an Bord gegangen, ich kannte niemanden. Wie kannst du dich eigentlich bewegen an Bord? Was erwartet dich? Wo kannst du hingehen? Wie ist das eigentlich? Ja? Und ich bin dann an Bord gegangen und bin dann vom zweiten Offizier begrüßt worden. Der hat dann mit mir einen kleinen Rundgang gemacht, einmal über Schiff, hat mir alles einmal gezeigt. Mir dann einen vierstelligen Zahlencode gegeben. Das ist der Schiffscode. Jedes Schiff hat einen Zahlencode. Damit kommst du zum Beispiel auf die Brücke oder die Außentüren lassen sich damit öffnen. Ja, und dann konnte ich machen, was ich wollte auf dem Schiff. Gibt natürlich gewisse Sicherheitsvorschriften. Manche Bereiche musste Helm tragen und so weiter. Aber im Grunde genommen konnte ich mich also wirklich vollkommen frei an Bord bewegen. Und hier zum Beispiel auf diesem Bild, da sind wir auf dem tiefsten Punkt des Schiffes. Müsst ihr mir jetzt glauben, das sieht man eigentlich nur daran, dass der junge Mann extrem am Schwitzen ist. Denn da unten im südchinesischen Meer, wenn man ganz unten im Schiffsrumpf ist, da sind halt schnell mal 40, 42 oder mehr Grad. Und darunter geht es halt über solche Treppen. Und da müssen die alle runter. Und wenn sie da unten was zu reparieren haben, wie in diesem Fall, da wurde eine Pumpe von dem Ballastsystem repariert. Also die Schiffe, die haben ja Ballastsystem. Ne? Wenn auf der einen Seite, wenn da ein paar Tonnen zu viel Ladung sind, dann wird halt Ballast auf die andere Seite rüber gepumpt. Ja, und da war halt was kaputt. Und die müssen also wirklich alles mitnehmen. Das müssen sie nach Möglichkeit vorher dran denken. Alles mit darunter. Und wenn du was vergessen hast für die Reparatur, dann möchtest du nicht derjenige mit dem niedrigsten Mannschaftsrang sein. Ja, weil derjenige geht zurück und holt dann. Ja, hier bin ich auf dem höchsten Punkt des Schiffes. Das ist der Schornstein. Ich wusste gar nicht, dass man da hochgehen kann. Der zweite Ingenieur, den ihr hier auf dem Bild seht, der hat mich dann gefragt, sag mal, warst du eigentlich schon mal auf dem Schornstein? Ich so, nee. Ja, komm, lass uns mal da hochgehen. Also man kann durch den Schornstein dann nach oben klettern. Also der Schornstein selbst, dieses große orange Ding bei Hapag-Lloyd, ist ja im Grunde genommen nur eine Verkleidung. Da drin sind dann mehrere Rohre und alles Mögliche an Anlagen. Ja, wir sind dann da hochgeklettert. Eine mega Aussicht, weil der Schornstein ist nochmal einen kleinen Tacken höher als die Brücke. Damit im Idealfall natürlich die ganzen Abgase über die Brücke hinwegziehen. Eine mega Aussicht. Nicht ganz so die Frischluft. Na, riecht ein bisschen komisch da oben. Und wenn man einmal 5 Minuten da oben auf dem Schornstein von so einem Containerschiff war, dann findet man auch diesen ganzen Dieselskandal nicht mehr so dramatisch. Dann weiß man auch, dass einmal am Auspuff von einem modernen Diesel riechen, das ist gar nichts. Also seitdem schäme ich mich auch nicht mehr dafür, einen Diesel zu fahren. Ja. Für mich war natürlich extrem wichtig, rein so aus fotografischer Sicht, wie bekomme ich den Zugang zur Mannschaft? Wie werde ich denn aufgenommen? Haben die überhaupt Bock, fotografiert zu werden? Ja, und ja. Wollen wir mal ein Foto machen? Das hier ist zum Beispiel Kuddel Kaufmann. Ein Urgestein von Hapag-Lloyd, den kennt auch jeder, der hat schon da seine Lehre gemacht, also wirklich seit zig Jahren. Und ja, Kuddel ist halt wirklich so das Urgestein eines Seemanns, ja, natürlich auch ein bisschen rauer und man braucht einfach ein paar Tage. Mein Vorteil war halt, dass ich 14 Tage an Bord war und einfach die Möglichkeit hatte, mit der Mannschaft ein bisschen warm zu werden. Also ich konnte mit denen zusammen leben, ich konnte mit denen reden, ich konnte das Projekt vorstellen. Und so nach und nach bin ich dahin gekommen, dass sie ja, mich nicht mehr so sehr als Fremdkörper angesehen haben. Und das war für mich natürlich wichtig, weil ich wollte ja nach Möglichkeit das Leben an Bord so dokumentieren, wie es wirklich ist.
Ne? Ich wollte natürlich nicht immer, dass sie sich entsprechend wegdrehen oder wie zum Beispiel die Filipinos, die jedes Mal, wenn eine Kamera kommt, dann so machen. Und dafür war es natürlich extrem cool, dass ich halt so lange mitfahren konnte. Also, dass ich einfach so viel Zeit hatte, mit der Mannschaft warm zu werden. Ja? Ja, wir sind dann also hier von Singapur Richtung Chekou gefahren. Chekou ist hier so eine kleine Bucht hinter Hongkong. Das ist in China. Hongkong selbst gehört ja nicht zu China. Ne? Und ja, hier so, das war so 200-300 Seemeilen vor der Küste. Da war dann das, die Geschichte mit der Drohne. Ich hatte ja bei Hapag-Lloyd richtig auf den Putz gehauen. So eine Fresse hatte ich. Wenn ihr mich an Bord von euren Schiffen lasst, dann mache ich euch ganz tolle Luftaufnahmen. Ja? Weil ich musste ja irgendwie Joker, ich sage, ich nehme eine Drohne mit und dann können wir auf offenem Meer die fahrenden Schiffe filmen. Weil ich wusste halt, dass das ist nicht so trivial. Normalerweise haben die solche Aufnahmen natürlich mit dem Helikopter gemacht. Aber Helikoptermieten ist natürlich teuer. Und das Problem ist, dass Containerschiffe auch nicht immer auf die Stunde genau pünktlich sind. Da ist schnell mal, die sind schnell mal einen Tag verspätet und dann laufen sie halt statt bei Tageslicht mitten in der Nacht ein. Also es ist unheimlich schwer zu planen. Und wenn du dann natürlich so einen Helikopter auf Standby hast, dann ist das natürlich Käse. Ne? Ja, also ich natürlich richtig Attacke gemacht. Ich liefere euch das alles. Ja, und jetzt musste ich natürlich dann liefern. Ja, so ein Schiff, das fährt so 17 Knoten. 17, 18 ist so die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wer weiß, wie viel km/h ein Knoten ist? Ungefähr 1,8. Ja, das heißt, 17 Knoten sind 30 bis 35 km/h. Irgendwas so in dem Bereich, ne? Ja, so eine Drohne, die ich hatte, fliegt 45 km/h. Und dann hatten wir noch 15 Knoten Gegenwind. Ja, genau. Das Problem ist, du merkst das nicht. Also es ist ganz ruhige See, die Sonne scheint, südchinesisches Meer, 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Also es fühlt sich überhaupt nicht so an. Ne? Natürlich siehst du das alles. Das Schiff hat ja Instrumente. Du siehst, wie schnell es fährt. Du siehst, wie viel Wind ist, aus welcher Richtung der ist und so weiter. Aber irgendwann musste ich es einfach tun. Ja? Und erster Flug, Drohne gestartet, zack, pst. Und schon war sie beim Schornstein. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Ich habe natürlich sofort irgendwie Rotz und Wasser geschwitzt, Vollgas gegeben, versucht, dieses Ding wieder einzufangen. Es ging dann auch. Also irgendwie ist sie so gerade mitgekommen. Ich habe dann auf den Sportmodus geschaltet. Wer sich so ein bisschen auskennt, der weiß, diese Drohnen haben so einen Sportmodus und dann werden viele von den Unterstützungssystemen abgeschaltet und dafür fliegt sie dann aber so 70 km/h. Das heißt, es ist dann alles manuell. Und ich dann natürlich diese Drohne, ich habe sie dann auch wieder eingefangen und es ging dann auch. Das Problem war, das war natürlich eine Attraktion, die ganze Mannschaft stand hinter mir. Und du kannst das ja vorher nicht üben. Ja, wie willst du das üben, auf so einem Containerschiff zu fliegen? Das geht einfach nicht. Ne? Auf jeden Fall habe ich sie wieder eingefangen. Es ging alles gut. Ich war auch super happy. Ich war zwar völlig fix und fertig und durchgeschwitzt. Ja, und der Kapitän wollte dann natürlich die ersten Bilder sehen. Ich hatte vergessen, die Kamera einzuschalten. Ihr tut so, als ob euch das nie passieren würde. Aber das Gute war, der Kapitän, der fand das dann auch alles total cool und der hat ja auch gesehen, dass das funktioniert. Der hat gesagt, komm, das machen wir morgen nochmal, dann fahren wir einfach ein bisschen langsamer. Ja? Und dann sind wir halt, nächsten Tag hat er die Maschine gedrosselt, dann sind wir so runter auf 9 bis 10 Knoten. Dauert übrigens eine halbe Stunde, bis so ein Schiff von 17 auf 10 Knoten ungefähr runter ist. Ja, das ist, er sagt, ja, ich drossel jetzt mal, kannst noch einen Kaffee trinken gehen, komm in einer halben Stunde wieder, können wir fliegen. Ne? So, und dann hat auch, dann war es natürlich auch deutlich entspannter. Ne? Dann konnte man auch in dem normalen Modus fliegen. Ich habe dann auch ein paar Flüge gemacht und an Bord habe ich dann natürlich gleich ein kleines Video zusammengeschnitten für die Mannschaft. Einfach, das haben die alle bekommen, das habe ich denen auf einen Stick kopiert, das konnten sie alle mitnehmen. Und das habt ihr vielleicht schon gesehen, aber ich spiele es euch einfach nochmal vor. We'll be right back.
Ja, als ich das Material dann abgeliefert habe bei Hapag-Lloyd, war ich natürlich der Held. Ne? Ich hatte dir so ein erstes Foto nach Hamburg geschickt. Ja, und dann kam gleich, wir brauchen das ganze Videomaterial. Kannst du das im nächsten Hafen, kannst du uns das irgendwie schicken? Wir brauchen das. Auf einmal hatte ich einen Freifahrtschein. Und ja, hier habe ich noch ein kleines Selfie gemacht. Da seht ihr mich. Und das ist auch so die Ansicht, die ich bei den Schiffen mit am geilsten finde. Ne? Gerade so dieser Bug von vorne, dieses Hamburg-Wappen. Also das finde ich mega. Das finde ich so gut, dass ich mir dann sogar das als Tattoo vom Schiffskoch noch habe stechen lassen. Das hat er mit Rostschutz und Schweröl hat er mir dann Tattoo gestochen. Es ging dann weiter in Richtung Kaohsiung. Kaohsiung ist in Taiwan und wir sind die ganze Zeit Slalom gefahren. Slalom, weil Taifunsaison war. Also du bekommst natürlich ständig Wettermeldungen und alle 1 bis 2 Stunden kommt ein Wetterupdate und wir haben die ganze Zeit geguckt, wo sind die Taifune, und die ändern natürlich immer mal wieder die Richtung. Wir haben das Glück gehabt, dass wir wirklich keinen erwischt haben. Also wir sind da wirklich relativ ruhig durchgekommen. Aber als wir in Kaohsiung eingelaufen sind, ja, da seht ihr, dieses Schiff hatte sich losgerissen. Das ist in die Kaimauer, da fehlt unten einfach ein Stück. Dann hat das Schiff hier 2 von diesen Ladekränen mitgerissen, also schon eine heftige Nummer. Und ich hatte natürlich vorher, ich hatte ja auch immer so ein bisschen die Idee, dass ich so ganz, ganz tolle Bilder bekomme, wie so eine Monsterwelle auf uns zurast. Ne? Ja. Ja, ich natürlich total dämliche Gedanken, ja. Aber mir haben auch alle der Seeleute versichert, das willst du nicht. Das möchtest du nicht. Ja? Also sowas möchtest du nicht erleben. Und ich habe auch wirklich nicht irgendwie jetzt übermäßig hohen Seegang erlebt. Ja? Es war alles relativ ruhig bei mir. Ja, aber Seefahrt ist nicht ohne, gerade Wetter. Wetter ist teilweise wirklich heftig, gerade so die Naturgewalten. Und es ist halt auch so, dass wirklich immer noch jährlich bei allen Sicherheitsvorkehrungen immer noch Menschen an Bord sterben. Ja, das ist leider die Realität. Ich hatte viel Zeit an Bord. Die Zeit habe ich natürlich auch genutzt, um der Mannschaft was Gutes zu tun. Ich habe von jedem Mannschaftsmitglied ein paar Porträts gemacht. Mit jedem habe ich so ein kleines Fotoshooting gemacht. Die haben sie natürlich alle bekommen und konnten die auch total frei verwenden. Die haben sich natürlich gefreut, dass sie mal ein bisschen Material haben, was sie nach Hause schicken können. Gerade wenn man so auf See ist, es können sich die Leute an Land immer nicht vorstellen, wie sieht das denn alles aus. Und die haben sich natürlich gefreut, dass sie dann einfach zu Hause auch mal zeigen können, was sie da so machen können. Hier zum Beispiel der Bootsmann von der Leverkusen Express. Ich finde, es ist so eine Mischung aus Charles Bronson und Lionel Richie. Ja, total cooler Typ. Übrigens auch ein sehr guter Karaoke-Sänger. Ja, Karaoke ist an Bord wirklich ein wichtiges Freizeitprogramm. Meine zweite Fahrt ging von Valparaíso los. Valparaíso ist in Chile und im Dezember letzten Jahres bin ich dann nach Valparaíso. Es war eine besondere Reise, weil ein nagelneues Schiff, die Valparaíso Express, in Valparaíso getauft werden sollte und dann auf die Jungfernfahrt gehen sollte. Und ich hatte das große Glück, dass ich da dann mit konnte und dieses Schiff begleiten durfte. Hier ist die Valparaíso Express. Ich war noch an Land, ich bin da ja erst an Bord gegangen. Und das Besondere war, das Schiff hat 4000 neue Reefer-Container mitgebracht. Die kamen gerade frisch aus der Werft, ja, also, und haben dann diese Reefer-Container sind Kühlcontainer. Ja, die haben alle ein Kühlaggregat. Und das Besondere an dieser Schiffsklasse ist halt, dass die 2000 Anschlüsse haben für diese Reefer-Container. Also jeder von diesen Containern braucht im Prinzip einen Stromanschluss. Ne? So. Ich wollte aber dieses Bild haben, weil ich wusste ja jetzt, auf was das Marketing bei Hapag-Lloyd abfährt und wie ich da punkten konnte. Also dachte ich mir, Mensch, du brauchst unbedingt von diesem nagelneuen Schiff mit den nagelneuen Containern ein paar Bilder. Das Problem war, die Dinger, die sollten in Valparaíso abgeladen werden. Alle Container runter und ich war noch nicht an Bord. Also bin ich runter in den Hafen und habe mir da dann irgend so einen Kutter gemietet. Ich bin da zu so einem Kutterkapitän hin. Das Problem ist, ich spreche nicht ein Wort Spanisch.
der spricht nicht ein Wort Englisch. Seitdem ist der Google Translator mein größter Freund. Also wirklich, ich habe mit Händen, Füßen und dem Google Translator habe ich dann irgendwie dieses Boot klar gemacht. Wir sind dann rausgetuckert. Das Problem an der Geschichte war, dieser Kutter, der war langsamer als das einlaufende Schiff. Das heißt, wir sind ja ein riesiges Containerschiff, was wirklich extrem langsam fährt, und wir sind mit diesem Kutter hinterhergehetzt. Ja. Mann, das Ding ist aber auch zickig hier. Ich schalte hier gleich von Hand weiter. So, ja, hier, da unten seht ihr mich auf dem Kutter. Hier die Valparaiso Express. Ihr seht auch, dass die alle leer sind, die Container an dem Tiefgang. Ja, also die sind, da ist nicht viel drauf. Aber es sieht natürlich schön aus. Ja, das ist natürlich die Valparaiso Express, während sie in Valparaiso einläuft. Ja, und ich da unten auf dem Kutter mit meiner Drohne. Bzzzt. Was ich natürlich nicht gesehen habe, ist, dass hier hinten Militärgebiet ist. Ja, genau. Oh, habe ich in dem Moment natürlich nicht gedacht. Ne? Das dauerte dann auch nicht so lange und dann war die Armada de Chile da. Die also mittlerweile mitbekommen hatten, dass da irgendwie so ein Typ mit einer Drohne rumfliegt. Das Problem war, draußen auf dem Wasser hat das keinen gestört. Aber wir sind ja, das Schiff ist ja eingelaufen und es ist ja immer näher gekommen. Und ich war so vertieft, irgendwie diese Bilder zu machen, weil das war, es war total wackelig auf diesem Kutter. Ich konnte da kaum stehen. Also es war unheimlich schwer, das Ding zu fliegen. Naja, und auf einmal kam die Armada de Chile. So schnell habe ich in meinem Leben noch nie eine Speicherkarte verschwinden lassen. Ich weiß nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Ich habe die, glaube ich, in die Unterhose geschmissen. Irgendwo habe ich sie mir reingesteckt. Ich glaube, die Socken waren es. Naja, und dann kamen die halt an und haben sich den Kapitän gekrallt. Ich habe da nichts von verstanden, weil die haben ja die ganze Zeit Spanisch gesprochen. Ich weiß auch bis heute nicht ganz genau, was da passiert ist, weil mit mir haben die nicht gesprochen. Ich habe dann natürlich versucht, irgendwie zu kommunizieren, was ist los. Die haben mich also wirklich komplett ignoriert. Und ja, ich hatte, ehrlich gesagt, war mir schon ein bisschen mulmig, weil, ich sag mal, irgendwie so ein südamerikanisches Land. Gut, Chile ist natürlich noch eins der Länder mit einer etwas stabileren politischen Situation. Aber naja, man hört ja immer wieder irgendwelche Storys. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist alles gut gegangen. Sie haben auch die Drohne nicht mitgenommen. Die musste ich selber wieder mit nach Hause nehmen. Es ist auch nichts weiter passiert. Aber es war echt ein Moment, wo ich dachte, boah, holla die Waldfee. Ja, wir sind dann von Valparaiso hoch Richtung Peru, Callao, da haben wir angelegt, und dann über den Äquator in Richtung Panama. Auf der Reise über den Äquator, da hat die Mannschaft dann mal eben gerade einen Grill geschweißt. Das war ja die Jungfernfahrt, ein nagelneues Schiff, da war noch kein Grill an Bord. Das Gute ist, diese Schiffe, die sind ja komplett autark. Die können alles an Bord selber reparieren. Ja, also müssen sie ja, ne? Weil irgendwie in eine Werkstatt fahren ist da ja nicht. Also können die auch mal gerade einen Grill zusammenschweißen. Das haben sie gemacht. Der Kapitän hat einen Spanferkel ausgegeben. Das einzige Problem war, es gab keinen Motor, um dieses Ding zu drehen. Also haben die Filipinos 8 Stunden lang auf einem Sonntag von Hand dieses Schwein gedreht. Also wirklich, 8 Stunden hat das gedauert. Phänomenal. Und es war dann auch so ziemlich das coolste Barbecue, was ich je hatte. Barbecue auf dem Außendeck bei der Fahrt über den Äquator. Wenn man über den Äquator fährt, dann merkt man auch richtig. Ne? Also man, ne? Irgendwann geht das wieder so runter. Ich hatte extra so eine GPS-App mitlaufen lassen und habe die ganze Zeit geguckt und habe dann einen Screenshot gemacht, als alles bei 00000 stand. Ja, fand ich irgendwie cool. Ja, aber was passiert denn noch, wenn man über den Äquator fährt? Ja, genau. Wenn man das erste Mal als Seemann über den Äquator fährt, dann wird man getauft von Neptun und seiner Frau. Ja. Und Da haben wir Kuddel Kaufmann wieder.
Mittlerweile war es ganz gut, dass ich mit der Mannschaft so ein bisschen wärmer geworden war. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der gute Kuddel diesen BH her hat. Ich weiß nicht, ob das zur Schiffsausstattung gehört oder ob er den immer in seinem Koffer hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte die Mannschaft natürlich einen Heidenspaß daran, weil es waren nur zwei Leute an Bord nicht getauft. Das war einer, der mit mir in Valparaiso an Bord gegangen ist, einer von der Mannschaft, ja, und ich. Ja, und die hatten natürlich einen Riesenspaß daran, den blöden Fotografen zu taufen. Das bedeutet halt, es gibt eine gewisse Zeremonie und der Koch, der hatte irgendwas Scharfes, Ekeliges zusammengebraut. Und das hatte er auf die Füße von Neptuns Frau geschmiert und ich musste ihr oder ihm die Füße küssen, bevor ich dann ins Wasser geworfen wurde. Da ist natürlich wieder gut, dass ein Swimmingpool an Bord war. Also ich wurde nicht Kiel geholt. Ne? Also im Grunde genommen eine harmlose Geschichte. Relativ spaßig. Ja, und für mich aber wieder ganz wichtig, weil ich bin ja wieder ein Stück mit der Mannschaft zusammengeschweißt. Also gerade so mit den Leuten, die erstmal so ein bisschen skeptisch sind. Ja, man hat auf einmal eine gemeinsame Geschichte. Man hat was, worüber man gemeinsam lachen kann. Und das ist einfach so, so wichtig, weil ab dem Tag, da ich konnte mich frei an Bord bewegen. Ich war einfach da. Ja, das war nicht so, dass ich irgendwie aufgefallen bin. Wenn ich irgendwo Fotos gemacht habe, die haben einfach weitergemacht. Ja? Und das war für mich natürlich wichtig, um einfach auch Bilder zu bekommen, die eine gewisse Authentizität haben. Also insofern hat sich die Taufe voll gelohnt. Ne? Wichtig übrigens, dass man seine Taufurkunde immer dabei hat. Also wenn ich nochmal über den Äquator fahre und die Taufurkunde nicht dabei habe, dann werde ich wieder getauft. Ja, und der gute Kuddel Kaufmann mittlerweile... verstehen wir uns ganz gut. Der hat gerade seine letzte Fahrt gemacht, geht jetzt in Rente. Und ich habe ihm, vor kurzem, also als er losgefahren ist in Hamburg, habe ich noch ein Buch an Bord gebracht. Das ist schon ganz schön. Also wenn man so ein bisschen mit den Seeleuten zusammenwächst und dann auch ein bisschen persönlichen Kontakt hat. Ich gucke dann immer auf Marine Traffic. Ist so eine App, da kann man immer gucken, wo die Schiffe sind. Und dann schaue ich immer, wo sind die gerade. Schicke dann auch mal eine E-Mail. Und wenn ich dann sehe, da kommt wieder einer nach Hamburg, dann melde ich mich an, dann gehe ich an Bord. Das Gute ist, wenn ihr jemanden kennt, der auf dem Schiff ist, der kann euch beim Terminal anmelden und dann kommt ihr ganz einfach an Bord. Ansonsten ist das alles Hochsicherheitsgebiet. Na? Ja, das hier ist zum Beispiel eine andere Freizeitaktivität. Ich sprach schon von Karaoke. Hier hatte der Schiffsmechaniker Geburtstag und Karaoke ist an Bord irgendwie, gerade so bei den Filipinos, ein Riesending. Da wird dann der Hall der Karaoke-Maschine bis zum Anschlag aufgedreht und dann schmettern die da Carrie von Europe hin. Ich hatte wirklich das große Glück, dass ich mich hinter meiner Kamera verstecken konnte. Seit dem Tag weiß ich auf jeden Fall, dass ich doch nicht der schlechteste Sänger auf Erden bin. Es gibt immer noch einen, der schlechter ist. So, dann ging es Richtung Panama-Kanal. Es war immer ein Traum von mir, einmal in meinem Leben durch den Panama-Kanal fahren. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie von Janosch kommt aus meiner Kindheit. Kennt ihr, ne? Oh, wie schön ist Panama. Ich weiß nicht, das muss irgendwie in meinem Kopf gewesen sein. Ich wollte immer mal durch den Panama-Kanal. Bei der Anfahrt Richtung Panama hatten wir richtig fiesen, dichten Nebel. Da siehst du kaum noch was. Das Schiff fährt dann auch mit Nebelhorn alle 90 Sekunden. In erster Linie, um Fischerboote zu warnen. Also da sind ja auch ganz viele kleinere Boote und nicht jedes hat ein Radar an Bord. Ne? Es ist halt so, wenn du durch den Panama-Kanal fahren willst, dann wird diese Passage durch den Kanal wird vorher gebucht. Auf der ganzen Fahrt gibt es nur ein Ziel, pünktlich am Panama-Kanal sein. Im Zweifelsfall, wenn irgendwas dazwischen kommt, wird ein Hafen ausgelassen. Dann überspringen sie den, nur damit sie pünktlich am Kanal sind. Wenn du diese Passage verpasst, dann musst du unter Umständen, wenn es hart auf hart kommt, ein paar Tage warten, bis du durch Zufall einen freien Slot erwischt. Ja? Und du sammelst dich dann also vorher am Kanal. Und dann ganz morgens, noch vor Sonnenaufgang, das war irgendwie, muss irgendwie 4 Uhr gewesen sein, 4:30, geht es dann los. Die Valparaiso Express war damals auf ihrer Jungfernfahrt das größte Schiff, was je den Panama-Kanal passiert hat. Das Schiff hat 10.500 Teu, also Container. Ja, und das war schon ein großes Ding.
Die neuen Schleusen, die haben, glaube ich, 2016 auch eröffnet oder 2015. Nee, ich glaube, 2016 haben die eröffnet. Und da passen jetzt mittlerweile Schiffe durch von bis zu 14.400 Containern. Wir waren damals das größte Schiff zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, mittlerweile sind schon größere durch. Das ist eine der neuen Schleusen. Das sind drei Kammern. Jede Kammer dauert ungefähr eine Stunde. Das heißt, der ganze Schleusenvorgang dauert mal so schlappe 3 Stunden. Also ihr seht, wir sind in der zweiten Kammer und es ist taghell. Ne? Eben die Anfahrt auf dem Kanal war es noch stockduster. Und es wird ein Höhenunterschied von, glaube ich, 26 Metern überbrückt. 26 oder 27 Meter. Also das ist schon einiges. Was glaubt ihr, was das kostet, einmal da durchzufahren? 300.000, 20.000, 1 Million. Ah, 1 Million ist gar nicht so schlecht. $800.000. Ein Schiff, also es geht nach der Kapazität, ja. Ein Schiff mit 10.500 Teu kostet so roundabout $800.000. Mautgebühr. Das ist fett, ne? Mittlerweile ist es auch so, dass der Panama-Kanal wohl 5 oder 6% am Bruttoinlandsprodukt von Panama hat. Ja. Aber jetzt rechnet das doch mal auf einen Container runter. $800.000, 10.000 Container. Wer kann das rechnen? Hm? 3 Nullen weggestrichen. $80 dafür, dass meine 650 Bierfässer 14 Tage eher da sind. Das ist eine riesen Zeitersparnis. Denn der Umweg unten um das Kap, das sind 10 bis 14 Tage. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich meine, es sind so 10 bis 14 Tage. Das ist eine riesen Zeitersparnis. Und gerade in diesem ganzen Transportbusiness geht es natürlich um Zeit. Aus dem Grund haben halt die Amerikaner auch den Kanal gebaut, um einfach ihre Schiffe schneller von der Ost- zur Westküste zu bekommen. Und irgendwann haben sie den Kanal dann an Panama übergeben, die den jetzt mittlerweile auch betreiben. Wenn man durch den Kanal fährt, dann... Ich drück mal hier drauf. Dann fährt man im Grunde genommen durch den Dschungel. Da liegen teilweise sogar am Ufer Krokodile. Müsst ihr jetzt nicht suchen, auf dem Bild ist keins. Also ich habe selber keins gesehen, aber hat man natürlich viel erzählt bekommen von den Seeleuten. Es gibt alles Mögliche an exotischen Tieren. Auch natürlich exotische Insekten, die da überall rumfliegen. Also man muss sich wirklich extrem gut schützen. Also die Fahrt durch den Panama-Kanal, das ist wirklich ein Erlebnis. Also das ist wirklich total abgefahren. Und das werde ich auch nicht vergessen. Geht auch verhältnismäßig schnell dann. Also ich glaube, die eigentliche Fahrt sind 5 Stunden oder so, 5 oder 6 Stunden. Und dann sind wir auf die Ausfahrtschleuse zugefahren. Und hier seht ihr die neue Schleuse und das ist die alte Schleuse. Dieses Schiff geht durch die alte Schleuse. Die sind natürlich immer noch in Betrieb, nur dass da halt kleinere Schiffe durchgehen. Bei den alten Schleusen, da war das so, dass die Schiffe von Lokomotiven gehalten wurden. Da war rechts und links jeweils eine Lokomotive und die Schiffe wurden da befestigt und dann quasi mit den Lokomotiven durch die Schleuse gezogen. Mittlerweile werden die Schiffe von Schleppern gehalten. Das heißt, vorne und hinten ist ein Schlepper. Das ist unser Bötchen hier. Vorne ein Schlepper, hinten ein Schlepper. Und ja, wie Murphy es so wollte auf der Jungfernfahrt, da ist richtig so eine Besucherterrasse. Die war voll mit Presse und natürlich ist der Schlepper kaputt gegangen. Ja. Ja. Aber das war ja nicht unsere Schuld. Ja? Die gehört ja den Betreibern vom Panama-Kanal. Ja, was heißt das? Der Schlepper muss wieder ausgeschleust werden. Ein neuer Schlepper angefordert, der muss wieder eingeschleust werden und ja, ruckzuck ist es dann dunkel. Wir sind dann durch den Kanal durch und nächster Stopp war Manzanillo in Panama. Da sollten wir dann bunkern. Bunkern nennt man den Vorgang, wenn ein Schiff betankt wird. Und dann kommt halt hier so ein Tankschiff, eine sogenannte Bunkerbarge, fährt dann hier längsseits, legt da an. Dauert eine Ewigkeit. Also ich habe auch das Gefühl, dass da in Panama anders gearbeitet wird als bei uns. Und dann muss halt mehr oder weniger manuell so ein riesiger Tankrüssel befestigt werden. Der wird natürlich mit Kränen angehoben, weil das Zeug ist, es ist alles groß, es ist alles schwer. Ja, also auch die Werkzeuge, die haben da teilweise riesige Schraubenschlüssel. Ein Riesenakt. Also das Ganze hat irgendwie, glaube ich, bis dieser Rüssel endlich befestigt war, das hat 4 Stunden oder so gedauert.
Ja, das ist ein, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber das ist teilweise, dann passt das nicht um ein paar Zentimeter. Dann muss das Schiff nochmal irgendwie, also das Tankschiff muss dann irgendwie nochmal einen Meter nach vorne oder so. Das muss alles ausgerichtet werden. Das ist ein Riesenakt. Mitten in der Nacht natürlich, weil wir ja viel zu spät angekommen sind. Also das muss irgendwie 3 Uhr nachts oder so gewesen sein. Ja, und dann wird das Schweröl das wird erhitzt. Ich weiß nicht mehr genau, auf wie viel. Ich glaube, es wird so auf 90 oder 100 Grad erhitzt. Dann kann man es pumpen. Normalerweise ist Schweröl ein fester Klumpen. Ja, das ist ist so eine Masse. Und dann kann man es pumpen und dann sieht man richtig, wie von unten diese Masse langsam nach oben kommt durch den Schlauch. Also wie so ein Propfen, der sich da so langsam durch den Weg durchbahnt. Und dann war das Ding so ungefähr 1 Meter vor der Relingkante und dann ging es so bup, bup, bup. Ja, dann war die Pumpe zu schwach, um den Kraftstoff über die Reling von unserem Schiff zu pumpen. Ja. Alle natürlich tierisch pisst, weil es war irgendwie mittlerweile, es war halt wirklich mitten in der Nacht, ich weiß es nicht mehr, wie spät, 4 Uhr, 5 Uhr. Es fing dann auch irgendwann an zu regnen und wenn es in Panama regnet, dann heißt das tropischer Regenfall. Also da kommt richtig was runter. Und ja, der Chief kam dann an, war natürlich auch erstmal ein bisschen genervt, weil das alles so lange dauert. Und dann sagte er, aber ist egal, Pole war er, ist egal, bunkern wir in Rotterdam. Und ich so, ja, Rotterdam? Das ist auf der anderen Seite vom Atlantik. Ja, es ist halt so, dass der Kraftstoff einer der großen Kostenfaktoren ist. So ein Schiff voll zu tanken kostet halt irgendwie 2-3 Millionen Dollar. Und das bedeutet einfach, dass natürlich auch mit dem Kraftstoff so geplant wird, dass dort Kraftstoff gebunkert wird, wo er günstig ist. Es wird das Schiff nicht leer gefahren und dann fährt man an die nächste Tankstelle, sondern nee, da steckt halt eine Strategie hinter. Und dementsprechend haben sie dann auch glücklicherweise genug Kraftstoff an Bord, um einfach zu sagen, nee, wir bunkern nicht in Panama, wir machen das in Rotterdam. Ich fand das total faszinierend. Ja, aber es sind halt alles so Kleinigkeiten, so kleine Einblicke, die man bekommt und die das dann das Bild halt auch so ein bisschen abrunden. Ja, ich habe natürlich Sonnenauf- und Untergänge ohne Ende gesehen. Jeden Morgen bin ich natürlich immer schön Käffchen auf die Brücke. Es ist das Größte, ja. Morgens zum Sonnenaufgang auf die Brücke mit dem Wachoffizier da schnacken. Alles ist noch ruhig, das Schiff schläft noch. Also die haben auch an Seetagen hat die Mannschaft geregelte Arbeitszeiten. Ja, da wird zum Beispiel sonntags nicht gearbeitet. Die fangen dann morgens, weiß nicht, um 7 oder 8 Uhr an und haben dann auch tatsächlich irgendwann um 17 Uhr oder so Feierabend. Ne? Und ja, ich hab halt viel Zeit auf der Brücke verbracht. Ich habe halt sehr, sehr viel Sonnenauf- und Untergänge gemacht, fotografiert. Aber irgendwann habe ich auch so einen Fotokoller bekommen. Ich bin irgendwann aufgewacht und dachte mir, verdammt, was sollst du eigentlich heute noch fotografieren? Nach ein paar Tagen merkst du nämlich mal, dass so ein Schiff ganz schön klein ist. Die Leverkusen Express hat 366 Meter und ist 48 oder 49 Meter breit. Das ist nicht viel. Am ersten Tag kommt dir das so vor, als ob du dich ständig verlaufen wirst. Nach 3-4 Tagen an Bord kennst du dich aus. Und ich bin aufgewacht und dachte mir, verdammt, was soll ich eigentlich noch fotografieren? Ja, ich hatte ja auch immer mein Buch ein bisschen vor Augen. Es war ja von vornherein, hatte ich ja geplant, da ein Bildband rauszumachen. Dann dachte ich mir aber auch, verdammt, wie viele Sonnenaufgänge braucht man in so einem Buch? Ja, einer, ja, vielleicht einen zweiten. Ja, ich habe dann noch einen Mondaufgang gesehen, das ist mal was Besonderes. Also richtig Mondaufgang im Pazifik, das ist schon abgefahren. Aber ja, ich musste mich dann halt tatsächlich auch so ein bisschen zusammenreißen und mich dazu zwingen, mir Gedanken darüber zu machen, was brauchst du eigentlich, was für Fotos brauchst du, um die Geschichte zu erzählen? Und ich dachte mir, im Grunde genommen brauche ich nicht Sonnenaufgänge, sondern ich brauche Fotos, die Fragen beantworten. Eine Frage ist zum Beispiel, die immer wieder auftaucht, wie sind Container befestigt? Stehen die alle nur einfach so übereinander? Sind die befestigt? Sind die verschraubt? Sind die magnetisch oder was auch immer? Und Container werden mit sogenannten Twistlocks befestigt.
diese Twistlocks, das sind so Schnappverschlüsse. Und die steckt man dann quasi auf jede Ecke des Containers, dann wird der abgelassen und dann rasten die ein. Ja, und diese Twistlocks, die halten also wirklich ordentlich was aus. Die, also so ein Schiff, das kann sich 30 Grad auf die Seite legen. Rollen nennt man das, ja. Das kann also 30 Grad nach Backbord oder Steuerbord rollen, ohne dass die Container von Bord purzeln. Hört man ja auch immer wieder so Stories, ne? Die oberen Container, die fallen als erstes runter. Ist ganz lustig, mich hat letztens jemand gefragt, ob denn nach oben die Container kommen mit der am wenigsten wertvollen Fracht. Nee, geladen wird natürlich unter anderem nach Gewicht, aber auch nach Ziel. Das ist ja, wenn so ein Schiff fährt, so eine Route, dann ist es ja ein ständiges Auf- und Abladen. Ja, und es wird natürlich immer so geladen, dass wenn das Schiff in den nächsten Hafen kommt, dass die Container, die als nächstes runter müssen, oben sind. Denn in den Häfen wird nach sogenannten Moves bezahlt. Also das, was die Reederei im Hafen an Gebühren zahlt, geht danach, wie oft diese Ladebrücke einen Container anhebt und von Bord nimmt. Und jedes Mal, wenn ein Container runtergenommen werden muss, weil man an den da drunter muss, kostet das halt doppelt. Ja. Ja, und so habe ich mich entschieden, dass ich im Grunde genommen in diesem Buch eine gute Mischung haben muss aus einer gewissen Bildgewalt, also Bilder, die man sich im Grunde genommen auch an die Wand hängen kann, die so ein bisschen Wow-Faktor haben, aber halt auch Bilder, die vielleicht man sich vielleicht nicht ins Wohnzimmer hängt, die aber dafür Fragen beantworten und dokumentieren. Ja, eine Frage war zum Beispiel, eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie ist denn das mit der Wäsche an Bord? Wer wäscht denn meine Wäsche, wenn ich nicht zu Hause bin? ja, und natürlich gibt es Waschmaschinen an Bord. Ne? Also ganz, es gibt eigentlich alles an Bord, was man braucht. Ne? Also das ist nicht das Ding. Aber das war dann auch so ein bisschen, der Grund für meine, oder der Antrieb für meine letzte Reise. Die letzte Reise, die war ein bisschen kürzer, ein bisschen kleiner. Die habe ich von Hamburg nach Le Havre gemacht. Ich dachte mir natürlich, jetzt bist du die ganze Zeit, bist du in schönstem Wetter gefahren. Südchinesisches Meer, 30 Grad, Sonnenschein. Dann Südamerika, Pazifik auch. Die ganze Zeit zwischen 25 und 30 Grad, Sonnenschein. Da dachte ich mir, Mensch, da fährst du jetzt einfach von Hamburg mit. Da hast du wenigstens die Garantie, dass das Wetter scheiße ist. Ja, und was war? Strahlender Sonnenschein. ja, war aber halt nicht so dramatisch. Ich hatte dann natürlich noch das große Pech, dass die Maschine kaputt war und wir später ausgelaufen sind in Hamburg. Wir sind auch aus Hamburg wirklich mitten in der Nacht raus. Also ich konnte nicht mal irgendwie ein paar coole Hamburg-Bilder machen beim Auslaufen. War dann aber auch egal. Wir sind also hier rum nach Antwerpen und von Antwerpen weiter nach Le Havre. Und für mich war diese letzte Reise in erster Linie dazu da, um zum Beispiel Größenvergleiche zu machen. Ich habe halt beim ganzen Fotografieren festgestellt, dass diese ganzen Dimensionen von so einem Schiff, dass man die eigentlich nur erfassen kann, wenn man einen Menschen daneben stehen hat. Und hier seht ihr zum Beispiel den Schiffsmechaniker auf der Maschine. Ja, so eine Schiffsmaschine, die hat dann ungefähr so 4 Stockwerke. Das ist ein Riesending. In den Zylindern kann man stehen. Ja, also ich war sogar mal in der Maschine drin. Auf der Leverkusen Express bin ich in die Maschine reingekrochen. Ich glaube, es ist der dreckigste Ort auf dem Planeten. Das ist, also wirklich, du packst dich komplett ein. Tücher um die Haare, du komplett vermummt, weil dieses Öl in der Maschine, das ist ja alles so dieses feine, schmierige Öl. Also, aber faszinierend. Also fand ich, für mich war es ein toller Spielplatz. Ja, dann hatte ich auch kurz vor Ende der Fahrt das Glück, dass ich einmal in einer Ladepause einen komplett leeren Laderaum erwischt habe, wo ich dann den Wachoffizier gefragt habe, ob ich mal runter kann, einmal auf dem Boden. Weil ich wollte einmal mich ganz unten auf den Boden legen und nach oben fotografieren. Und da hat er dann auch tatsächlich mit dem Handy mal ein Bild von mir gemacht, wie ich da unten drin liege. Ja, und hier seht ihr nochmal einen Größenvergleich. Ja, der Offizier, der Ladungswache hat, der hat natürlich geguckt, dass in dem Moment da nichts passiert. Es war auch gerade eine Ladepause. Ne? Also wenn Schichtwechsel ist im Hafen, dann stehen halt die Ladebrücken auch mal für ein paar Minuten still. Und in so einer Pause konnte ich dann dieses Foto machen.
Ja, aber trotzdem, Wahrheit es geht halt nur, wenn da jemand aufpasst. Ne? Und ja, hier seht ihr mal, wie viele Container da übereinander stehen. Das ist die Callao Express gewesen, Schwesterschiff von der Valparaiso Express. Und da stehen unter Deck bis zu 9 Container übereinander. Dann kommt da ein Lukendeckel drauf, sowas hier. Und darüber stehen dann nochmal bis zu 9 Container. Auf der Leverkusen Express sind es sogar 21 Container, die übereinander stehen. Also das ist echt, ist Wahnsinn. Ne? Und ein Container hat, ich glaube, 2,30 Meter sind die ungefähr hoch. Ne? 2,30 Meter, das übereinander 21 Mal, viel. Hoch. Ja, also diese Dimension, das ist schon, es ist unfassbar. Das ist, man muss davor stehen. Das ist, auch wenn du vor dem Schiffsrumpf stehst und dann dieser, da ist ja an der Seite dieser Schriftzug von der Reederei, in dem Fall Hapag-Lloyd oder irgendwas anderes, was da steht. Also wenn du davor stehst, diese Buchstaben, die sind so riesig, dass du da drin stehen könntest, theoretisch. Ja, das ist unheimlich schwer zu erfassen alles. Ja, vielleicht weiß der eine oder andere, ich komme ursprünglich aus Bielefeld. Ja, als Bielefelder wartet man immer darauf, 3, 2, 1 gibt es doch gar nicht, sagt dann jemand. Doch, das gibt es. Und lustigerweise habe ich dann an Bord der Callao Express noch 2 Bielefelder getroffen. Wir hatten dann noch das Pech, dass vor Antwerpen die Lotsen gestreikt haben. Und wenn die Lotsen streiken, dann ist dann geht gar nichts mehr. Ja, dann sammeln sich die Schiffe wirklich eins nach dem anderen am Ankerplatz. Das ist wie ein riesiger Blechhaufen da an Schiffen. Und die Jungs haben sich dann natürlich einen Spaß daraus gemacht, einfach mal die Flaggen auszutauschen. Ja, auf See kann man das mal machen. Sobald man in den Hafen einläuft, gibt es halt gewisse Vorschriften für Flaggen. Ne? Also es ist schon so, dass sobald man in den Hafen anläuft, braucht man halt eine Flagge für das Land, aus dem man kommt, das Land, in das man reinfährt. Und dann gibt es halt noch, dann gibt es manchmal halt so gewisse Flaggen, also rot und gelb. Das hat irgendwas mit Quarantäne zu tun. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, aber die haben alle was zu sagen. Ne? Also Flaggen haben schon eine gewisse Bedeutung. Da, ja, die Jungs hat es auf jeden Fall gefreut. Für mich war das dann irgendwann auch der Abschluss. Ich bin dann in Le Havre wieder von Bord gegangen und das war im März letzten Jahres. Ja, und dann ging es halt daran, das ganze Material zu verwerten und ein Buch daraus zu machen. Für dieses Buch habe ich dann auch einen kleinen Trailer gemacht. Ich glaube, dass den auch schon der ein oder andere gesehen hat. Ich nerv da immer alle Leute mit, aber ich kann ihn immer wieder sehen. Und deshalb muss ich euch diesen Trailer zum Abschluss jetzt auch noch einmal zeigen. Wenn das hier denn startet. Ich drück mal. Vielen Dank.